Spielschulden. Talia lechzte weiterhin danach, endlich Urlaub zu machen. Doch das gnadenlose Böse hatte weitere Aufgaben für sie. Da gab es beispielsweise diesen Piratenkapitän und ein paar ungeklärte Spielschulden. Ein paar ungeklärte Spielschulden. Hi Fans, damit herzlich willkommen zurück zur Mission 2 im DLC Evil of the Caribbean. Hier in Dungeons 3, ihr wisst ja alle Bescheid, also zumindest die 3-4 Zuschauer, die regelmäßig bei mir reinschauen. Ich wäre fast dafür, wir lassen dieses Mal die ganzen Monster wieder weg und machen es wieder mit 2 Bossmonstern. Ein Wachraum, fertig, gar nicht groß Ding. Ich habe mich letzte Runde ein bisschen gehen lassen und meine Getränkeentscheidung war jetzt auch nicht unbedingt die beste. Aber es ist ein entspannter Sonntagabend, da gönnen wir uns noch ein Bier. Und dann würde ich sagen, damit gehen wir in die nächste Mission. Ich mache mich diesmal gleich weg, damit ich nicht wieder den Ding überschatte. Also, komme ich jetzt zu meinem Sonnenbad und Urlaub oder gibt es noch weitere Dinge, die das weit entfernte Böse für mich zu tun hat? In meiner Freizeit? Du glaubst wirklich, für dich gibt es so etwas wie Freizeit und Urlaub? Urlaub? Ich hätte gleich Spieleentwicklerin werden können. Also gut, was ist hier geboten? Talia befand sich weiterhin auf Tortoga. Das mit allen Wassern gewaschene Böse hatte dort noch eine Rechnung offen mit einem der ansässigen Piratenkapitäne, einem widerwärtigen Typen namens Captain Salazar. Okay. Und den gilt es zu vermöbeln. Alles klar, ich hab verstanden. Was hat er denn gemacht? Nun, es gab einen uralten Disput zwischen dem absoluten Bösen und dem Captain. Es ging dabei um ein Pokerturnier. Natürlich würde das seine Spielschulden prellende Böse niemals eine Schuld nicht begleichen. Aber es gab eine gewisse Unstimmigkeit darüber, auf welche Höhe genau sich diese Schuld belief. Dieser Captain Salazar behauptete etwas von 100 Golddublonen, während sich das sein Gedächtnis verleugnende Böse nur an eine Golddublone erinnerte. Verstehe. Na gut. Dann hauen wir dem Captain mal gehörig auf die Mütze. Wo finde ich den Kerl? Das war kein Problem. Tatsächlich hatte Captain Salazar einen Tipp über die Aktivitäten des tippsgebenden Bösen bekommen und war bereits auf dem Weg hierher, um den Dungeon anzugreifen. Was? Oh, sag das doch gleich. Alarm, zu den Waffen! Verteidigt das Dungeon-Herz! Verteidigt mich! Verteidigt mich. Okay. Als allererstes Mal brauche ich wieder... So, einfach nur, weil es Spaß macht. So, die andere Frage ist, soll ich jetzt wieder einmal die Karte aufdecken? Oder sage ich mir lieber, das mit der Karte lassen wir? Und wir graben einfach aufs Dunkle hinein. Die Schnodderlinge des absoluten Bösen hatten einen neuen Raum freigeschaufelt. Halb so wild, das kann jedem mal passieren. So, ich glaube, wir haben... Ach so. Huhu. Mich erstmal wieder hier in die beste Position reinbringen. Haben sich im Untergrund breit gemacht. Ha! Nicht mehr lange. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinne. So, der Lammguck, der macht sie alle fertig, ich sag's doch. Schnodderlinge des absoluten Bösen hatten einen neuen Raum freigeschaufelt. Alter, was die... Oh,
Was die Schnodderlinge des absoluten Bösen nicht alles hinkriegen, gell? Ah, und ich sehe gerade, hier drüben ist noch jede Menge Dungeon zum Ausgraben übrig. Wohin tragt ihr mich? Talia ist gleich wieder tot schon. Aber der Lambuk macht's wieder richtig. Ja, jawohl. Ja, Lamguk rettet den Tag. Ein Spinnennest wurde angegraben. Autsch! Eure Schnodderlinge haben ein Drachennest freigelegt. Oh oh, ein Spinnennest wurde angegraben. Das ist nichts Neues. Wir graben hier wahrscheinlich noch viel an. Das Schiff von Captain Salazar hatte Tortoga erreicht. Die Besatzungsmitglieder sprangen von Bord und machten sich auf den beschwerlichen Weg in Richtung des Dungeons. Okay, der bringt jetzt seine Leute hier mit dem Schiff rein. Okay. Eine einzelne Spinne auf dem Weg Richtung Dungeon-Herz. So. Drachen haben sich im Untergrund breit gemacht. Nicht einmal der Tod kann mich stoppen. Ja, vor allem dich, gell? Es ist Zahltag. So. Damit haben wir wieder einmal alles ausgegraben hier. Das heißt... Wir fangen wieder an mit, wo sind wir denn hier? Hier sind wir. Ach, geht genau auf mit einem Ding. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Am besten, jetzt pass auf. Ich mach einfach einmal hier komplett so viel. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ich habe wieder nicht mal so viel Geld, um so einen riesen Schatzkammer anzulegen. Zack. Mach einfach hier nochmal wieder zu. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Wo ist der Lamguk, wenn man ihn braucht? Da ist der Lamguk. Mir fällt gerade auf, ich habe in diesem Level habe ich sogar drei Diamantadern. Ist immer ganz was Neues, hey.
So. Achso, jetzt müssen wir erst wieder hier, pass auf. Nicht, dass wir es wirklich bräuchten, aber ich hole es mal trotzdem. Wachstube brauchen wir auf jeden Fall noch. Das wollte ich jetzt nicht. Ein Schiff mit noch mehr blutrünstigen Piraten war unterwegs. Alsbald würden diese den Dungeon angreifen. Nice, gell? So, jetzt pass auf, noch eine Tüftlerhöhle. Beziehungsweise die Werkstatt zum Werkzeugkisten produzieren. So. Nicht genügend Werkzeugkisten, war ja wieder klar. Also wenn wir da hinten eine riesige Ding reinmachen. Eine riesige Schatzkammer. Wobei, so riesig brauche ich die eigentlich gar nicht, gell? Es wird ja reichen, wenn ich hier wieder eine Tür reinmache. Eine riesige Gigantokrabbe spazierte am Strand von Tortoga entlang. Unglücklicherweise stand sie dabei im Weg der Armeen, des viel Platz benötigenden Bösen, um einen der Orte des Guten anzugreifen. Na, wenn das Ding nicht aus dem Weg geht, dann hauen wir es halt um. Ich habe ohnehin gerade Hunger auf Krabbenfleisch. So, dann machen wir hier einmal eine Wachstube rein. So ungefähr. Und alle Schnodderlinge sind noch wieder beschäftigt damit. So, jetzt will ich hier aber mal ein bisschen ordentlich hier gepumpt haben. Ja, wow, zwei Ding. Eigentlich sollte ja das Ding hier komplett ausreichend sein. Mr. Krebs töten. Alter, es gibt halt echt Ding. Es gibt halt echt ein Bonusziel, Mr. Krebs töten. Wer hat jetzt... Lass das scheiß Buch liegen. Was ist das? Soldsenkung. Talia die Genügsame. Perfekt. So. So, jetzt pass auf. Eine Tür hier, 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 hier und hier nochmal eine. So.
Und dann... Der Holkrug, der fängt jetzt mal an. Der Holkrug, der läuft jetzt direkt mal hier oben hin. Ist hier ein Landungssteg oder ist hier... Ein Schiff mit noch mehr blutrünstigen Piraten war unterwegs. Alsbald würden diese den Dungeon angreifen. Ach ja, komm doch her. Haben wir hier noch so einen Zen-Garten? Mal gucken, wie viele Wege es hier noch wieder gibt. Also als allererstes mal wieder hier Waldläuferin. So, die Trommel steht. Das heißt, ich kann so nur trommeln, wenn Ding... Ich muss 20 Schiffe aushalten. Ah, okay. Meine Kreaturen haben eine Insel der Bösartigkeit. Jo, passt. So, dann töten wir mal Mr. Krebs. Das heißt natürlich, wenn es jetzt nur darum geht, Gegner abzuhalten, habe ich ja hier quasi gar keine richtige Ding. Gar keine richtige Mission. Okay. Kuppels haben wir noch gar nicht erforscht. So, da bauen wir noch die Gubbels rein. Die Gubbel-Gubbel-Farm. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Jo, wow, diesmal sind es 3. Das heißt also, an der Oberfläche haben wir in der Mission gar nicht so viel zu tun. Im Prinzip ist unser Hauptaugenmerk quasi die 20 Wellen abfangen. So, das heißt also, hier ist noch ein Ding rein. Es sind ja überall schon Türen. Da ist noch Tür, da ist noch Tür. Es ist Zahltag. So viele Monster haben wir diese Mission nicht erreicht. 2 Braukessel locker. So, ich habe die Glocke geläutet. Jetzt heißt alles stehen und liegen lassen. Und jawohl. Zack, besser. So, dann machen wir uns mal weiter auf der Suche nach Mr. Krebs. Gibt's hier unten noch irgendwas? Hier unten ist noch irgendein... Hier ist wahrscheinlich noch wieder irgendwo ein Spawner. Ah, das ist auch noch eine Landungsstelle. Okay. Soll also quasi heißen, es gibt hier mehrere Landungsstellen wahrscheinlich, wo die Gegner kommen können, oder? Hohe Priesterin. Alter, hier gibt's ja High-Level-Gegner. Hey, was ist denn hier los? Hier muss irgendwas Besonderes sein, oder?
Jo, aber kein Problem. 91.000 Damage, was war das gerade für ein Megaschlag? Aber ich glaube, hier gibt's gar nichts. Es soll quasi nur so eine... Captain Salazar schickte ein weiteres Schiff aus, um den Dungeon anzugreifen. Puh, als ob mich das groß interessieren würde. Hier war gerade irgendwo was Rotes auf der Map. Komme ich da überhaupt runter? Nee, Tatsache, ich komme da auf der Seite gar nicht raus. Was ist denn hier? Ah, erhöht kurzzeitig den Schaden. Als ob das mal ein Wul- als ob das der Holkrug bräuchte, gell? Oh, böse Riesenkrabbe. Das heißt also, auf der Seite vom Dungeon-Eingang gibt es nur ein Ding. Das heißt, hier ist quasi gar nichts weiteres. Für die anderen Dinger muss ich auf der anderen Dungeon-Eingang wechseln. Okay. Was ist denn mit ihm hier? Wing. Ah, das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt kommen die von hier unten, okay. Das heißt aber, das, was so aussieht, sind nur Landungsstellen. Das heißt, ich kann jetzt im Prinzip wieder getrost hier in der Dungeon zurückkehren. Und jetzt kommt die andere Angriffswelle kommt halt von da unten, okay. Well, that's easy. Das heißt aber, das hier könnte auch noch wieder so eine Landungsstelle sein. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So. Dann geht der Holkrug gleich zum nächsten Ding raus. Heißt aber dann, hier gibt's nichts, okay. Dann töten wir Mr. Krebs.